Geht's den Pferden gut? Wie gehen wir mit Tieren heute um und wie mit uns selbst? Das sind die großen Fragen, die der neue Film Immenhof das große Versprechen stellt. Es war wieder total toll. Ich lieb's sowieso total. Neue Geschichten, neue Charaktere. Immenhof, dann Verfolgungsjagden durch irgendwelche Wälder. Ist für mich ja was total Besonderes, weil der erste Teil einfach, der war einfach sehr, sehr prägend für mich, direkt nach dem Abi diesen Film gedreht und dann war ich wieder da nach 2 Jahren und es war, als wäre nie Pause gewesen. Ja, und kann Heiner Lauterbach Pferde überhaupt leiden? Gift, das kann ich sagen. Das Triple, nur darauf kommt es an. Ich mag Tiere im Allgemeinen eigentlich und finde auch, man sollte ihnen den nötigen Respekt entgegenbringen und mag Pferde auch, die sind sehr ästhetische Tiere. Gigantisch. Aha. Krasser Typ, ey. Und was sagst du zum Pferd? Ja, spannend. Ja, ich glaube, Lu steht jetzt im zweiten Teil ja auch nochmal vor einer anderen Herausforderung. Sie muss sich ja so ein bisschen entscheiden, beziehungsweise hat da so eine Liebelei mit 2 Typen. Ja, da muss der Leon dann ein bisschen kämpfen, aber der findet Lu natürlich nach wie vor mega gut. Und wie es ausgeht, dafür muss man dann ins Kino gehen. Ich wollte einfach die Kinder von 6 wirklich bis 16 sozusagen nicht bedienen, das ist jetzt so verkehrt, aber ich wollte denen etwas geben, was für sie zielgerichtet ist. Und die Erwachsenen lieben ja eh die Pferde. Das war so eine Ruhe, das war so ein friedvolles Set, das war so eine angenehme Stimmung. Was nicht immer der Fall ist. Wenn es mal alles nicht so läuft und die Pferde vielleicht mal keinen Bock haben, dann werden die halt 10 Minuten mal in Ruhe gelassen, dürfen sich beruhigen, irgendwie grasen und dann hat auch der Rest der Crew mal kurz Zeit zum Durchatmen. Wenn du natürlich ruhig sein musst, also natürlich wirklich professionell auf die Tiere achten musst. Ne? Die Pferde waren unsere Gurus. Das sind ja Fluchttiere und da kannst du natürlich nicht laut sein. Es war einfach alles so. Ja, weil wir die Pferde einfach in ihrer Konzentration halten wollten und dadurch sind die Menschen in ihre meditative Stimmung gekommen und so. Toll. Was hast du denn? Wie heißt sie? Wir haben eine Katze. Oh, sweet. Wie heißt sie? Die heißt Taya und die ist gerettet. Also sehr gut. Haben wir ein Heim gegeben. Auch ein großes Thema, ne? Also einfach Rescue Animals. Wo ja auch unsere Regisseurin ganz groß dabei ist. Sie hat ja auch die 5 Hunde gerescued. Die und hat sie nur bei sich. Die hat ja, auch die, eine Hunde gerescued. Die offiziellen, die wir kennen. Ja, ja. Ich glaube, dass da ganz, ganz enge Verbindungen möglich sind. Bei meiner Reittrainerin zum Beispiel ist es so, die kennt ihr Pferd seit 14 Jahren. Das ist jetzt 20. Und die muss einmal machen. Und das steht 100 Meter weiter und es kommt sofort an und fängt an, ja, an der Jacke zu zuppeln. Ich habe an meinem ersten Drehtag mit Pferd mein Pferd kennengelernt. Es war ein Hengst, der Macchiato heißt in echt. Und das war echt, Kleinigkeiten habe ich gemacht, der hat alles gemacht. Und ich habe mich so, und das war der schnellste mit allem, der war mal ein Weltmeister. Working Equitation, wo ich so dankbar bin, dass ich so ein krasses Pferd bekommen habe. Und die Besitzerin ist so toll und behandelt dieses Tier so gut. Guten Morgen, Polly. Ich hoffe auch, dass die Zuschauer, auch die jungen Zuschauer vor allen Dingen, die ja noch lange auf dieser Erde leben, natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit und Frohnatur aus dem Film rausgehen und dass sie mitnehmen, dass es sich lohnt, die Stimme für Schwächere einzusetzen, sowohl Menschen als auch Tiere. Ich glaube auch so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass da halt trotzdem ein individuelles Lebewesen vor allem steht. Ne? Tiere haben genauso ein Recht zu leben ohne Zwang, ohne getötet zu werden etc. etc. Pferde, Junge oder Mädchen, das dürft ihr selbst entscheiden. Ich finde, Regisseurin Sharon von Wittersheim hat einen liebevollen Film gemacht und er stellt auch erwachsene Fragen. Immenhof, jetzt im Kino.